Hohe Synode, sehr geehrter Herr Präses, liebes Präsidium, sehr geehrter Herr Landesbischof, liebe Schwestern und Brüder. Ich grüße Sie herzlich mit der heutigen Tageslosung zum 15. April 2021 aus Psalm 5, Vers 12. Fröhlich lass sein in dir, die deinen Namen lieben. Ein schöner, heiterer, fröhlicher Bibelvers voll positiver Ausstrahlung, so für heute kurz nach Ostern. Eine ansteckende Fröhlichkeit, friedlich, zuversichtlich, mit Gesang, mit Vertrautheit in Gemeinschaft. Das Frühjahr als Ausdruck von Gottes Schöpfung und Liebe. Frisches Grün, Sonnenschein und Vogelzwitschern, dazu passt dieser Vers. Und können Sie warme Sonnenstrahlen fühlen und durch bunte Kirchenfenster leuchten sehen? Denken Sie dabei auch an das Landeskirchenamt? Wenigstens auch. Immerhin steht die Wahl einer Präsidentin oder eines Präsidenten des Landeskirchenamtes heute auch auf der Tagesordnung. Ob es gelingt, dazu einen Bogen zu schlagen? Für die Gelegenheit, mich heute aus diesem Anlass hier vorzustellen, bedanke ich mich sehr herzlich. Ich hatte mich auf das persönliche Zusammentreffen gefreut, aber das geht leider nicht, also machen wir das Beste draus. Die wesentlichen Faktoren zu meinem Werdegang haben Sie dem Lebenslauf entnommen, der Ihnen übersandt worden ist. Deswegen kann ich gleich zum Kern kommen. In der nächsten knappen halben Stunde werde ich Sie auf meine Motivation und die Vorgeschichte meiner Bewerbung hinweisen, meine Handlungsmaximen schildern und mein Verständnis vom Recht in der Kirche und dann noch das ein oder andere mehr. Als mir bewusst wurde, dass mit dem Ausscheiden von Frau Präsidentin André die Nachfolge für ihr Amt gesucht werden würde, hoffte ich für die evangelische Kirche in Mitteldeutschland, für die ich damals auf allen Ebenen von der Magdeburger Paulusgemeinde bis zur Landessynode und auch als Synodaler in der EKD-Synode ehrenamtlich tätig war, dass jemand ebenso verbindlich und kompetent, nahbar und ausgleichend die gewaltige Lücke füllen kann, die Frau André zurücklassen wird. An mich selbst dachte ich dabei zunächst nicht. Schließlich lag es nicht auf der Hand, nach fast 25 Jahren richterlicher Tätigkeit am Landgericht Magdeburg, wenn Sie so wollen, mein Hobby zum Beruf zu machen. Die Formulierung stammt übrigens von meiner Frau. Auch schien es mir etwas vermessen, gleich mit der Leitung einer so großen kirchlichen Verwaltung zu liebäugeln. Der Gedanke schien mir unrealistisch und außerdem war ich gerne Richter, weil die Justiz bei richtigem Verständnis Dienst an den Menschen ist. Andererseits stellte ich in vielen Bereichen meiner richterlichen Tätigkeit eine zunehmende Routine fest und gelegentlich hatte ich sogar das Gefühl, dass auch bei Gericht früher alles besser war. Vielleicht ist das eine Alterserscheinung. Jedenfalls, als ich dann Anfang 2019 erfuhr, dass in der evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig die Leitung der Rechtsabteilung frei wurde und auch gleich gefragt war, ob das für mich was sei, ging ich darauf ein. Ich informierte mich über Strukturen, Geschichte, die Handelnden und das Klima in der Landeskirche und wurde immer freudiger und mutiger bei dem Gedanken, die Aufgabe zu übernehmen. Ich bewarb mich und wurde im September 2019 von der Braunschweigischen Landessynode gewählt. Als Richter am Landgericht Magdeburg bin ich so lange beurlaubt. Sicher ist sicher. Seit Beginn des Jahres 2020 melde ich mich nun dienstlich nicht mehr mit Lemke Landgericht am Telefon, sondern mit Lemke Landeskirchenamt. Anfangs habe ich noch das normale Leben in dieser Landeskirche erlebt, aber schon im Frühjahr 2020 kam Corona und alles war anders. Vielleicht kam mir dies sogar zugute, denn für mich war ohnehin alles neu und anders und so war es eben nur anders, als es sonst anders gewesen wäre. Und ich konnte mich in Pragmatismus und Improvisationstalent üben, um alle kirchlichen Gremien handlungsfähig zu erhalten. Ich habe den Schritt zur Kirche nicht bereut. Und bin froh darüber, dass ich trotz der neuen Umgebung und der oft ungewohnten Rechtsmaterien weit weniger Fettnäpfchen als erwartet getroffen habe. Ich habe die ausgeprägte Willkommenskultur der Landeskirche erlebt und mich stets auf kompetente, freundliche und geduldige Kolleginnen und Kollegen verlassen können. Und so bin ich zum fröhlichen Oberlandeskirchenrat geworden. Natürlich hatte sich mit der Zeit bei mir ein Verständnis kirchlicher Arbeit ausgeprägt, das sich im guten letzten Jahr weiter verfestigt hat und das ich Ihnen zumindest in Grundzügen nicht vorenthalten möchte. Ich habe regelmäßig positive Erfahrungen mit der Kirche gemacht, schon als Jugendlicher in der Nordelbischen Kirche, als junger Mensch in der Oldenburgischen Kirche und als Magdeburger mit Migrationshintergrund erst in der Kirchenprovinz Sachsen und später in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland und schließlich auch in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Braunschweig. Ich habe mich stets willkommen und ernst genommen gefühlt, habe die unterschiedlichsten Menschen kennengelernt und fühle mich mit ihnen in Christus verbunden. Ich wurde nie gedrängt oder geschoben, aber oft angeregt und überzeugt. Vor meinem langjährigen Hintergrund in der Justiz war es wohltuend, es mit aufrichtigen und unverdächtigen Menschen zu tun zu haben.
Ein solches Erleben wünsche ich allen. Hieraus folgt im Fall meiner Wahl schon die erste von vier Maximen meiner Arbeit, nämlich erstens Verantwortung übernehmen. Kirchliches Handeln gilt jedem Menschen in seiner Einzigartigkeit vor Gott, nicht aber Gruppen oder gar Mehrheiten. Jede kirchliche Gemeinschaft wächst auf und mit der Freiheit jedes Christenmenschen, die es zu stärken gilt. Maßstäbe des Glaubens sind im kirchlichen Zusammenhang an sich selbst anzulegen und nicht zum Urteil über andere heranzuziehen. Das sei Gott anheimgestellt. Unsere Kirche muss diese Offenheit und Toleranz erkennbar werden lassen, ohne sich in Beliebigkeit aufzulösen. Im Gegenteil verlangt gerade die Bewahrung dieser Freiheit besondere Klarheit im Bekenntnis. Wir können hierfür mitunter mutiger auftreten. Aktuell ist die evangelische Kirche als Ort der Freiheit in vielerlei Weise herausgefordert, etwa durch die Diskussion über ihre Relevanz, nicht nur während der Pandemie. Aber auch das aktuelle Bestreben, entschieden gegen jede Form von sexualisierter Gewalt vorzugehen, zeigt uns auf, dass wir nicht nur innerkirchlich denken, sondern uns auch gesamtgesellschaftlichen Problemen stellen müssen. Auch wenn unsere Kirche viele Fehler hat, sie würde nur einen weiteren begehen, wenn sie sich zurückzöge und im Wissen um ihre eigenen Schwächen davon absehe, das Evangelium zu verkünden, die gesellschaftliche Wirklichkeit daran zu messen und die Menschen zur Freiheit in Christus führen zu wollen. Sähen wir nur die Wirklichkeit und hätten nicht länger den Anspruch, mehr daraus zu entwickeln, wäre dies die Missachtung unserer Geschwister in dieser Welt, der Schwachen und Kranken, auch gerade zu Corona-Zeiten, der Misshandelten und Missbrauchten, der Ausgegrenzten, der Einsamen und der Suchenden. Dies wäre Unrecht an Jesus Christus selbst, den wir in ihnen allen sehen können. Diese Verantwortung werden wir nicht los, auch wenn wir uns selbst oft genug schlecht fühlen angesichts aller Kritik, die den Kirchen zu Recht entgegengebracht wird. Als Kirche müssen wir uns daran erinnern, dass wir in der Tradition des Petrus stehen, der Fels, auf den Jesus seine Gemeinde bauen wollte, der Christus dreimal verleugnet und trotzdem weitergemacht hat, auch wenn er sich seiner Schwäche vor Gott geschämt hat. Auch wir können unsere Kraft aus dieser Demut ziehen, um der Verantwortung gerecht zu werden. Und die Kraft liegt im Wort und nicht im Schweigen. Von dem Verfassungsrechtler Ernst Wolfgang Böckenförde stammt der Ausspruch, dass der freiheitliche säkularisierte Staat von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht garantieren kann. Ich beziehe das auch auf die christlichen Anschauungen und Traditionen, die von Anfang an die Werteordnung des Grundgesetzes und insbesondere den Begriff der Menschenwürde mitgeprägt haben. Die damit verbundene inhaltliche Füllung der staatlichen Ordnung setzt die Kirchen in die Pflicht, sich als Kräfte innerhalb der demokratischen Strukturen zu begreifen und sich zu gesellschaftlichen Fragen zu äußern. Hierin liegt andererseits die besondere Stellung der Kirchen als öffentlich-rechtliche Körperschaften begründet. Keine anderen Gemeinschaften als die Kirchen mit ihrem christlichen Menschenbild sind in der Lage, so fundiert und nachhaltig zu bewirken, dass der freiheitlich-demokratische Rechtsstaat von der Masse der Gesamtbevölkerung auch außerhalb der Kirchen getragen und bejaht wird. Diese Verantwortung müssen wir aktiv wahrnehmen, wenn die Ahnungslosigkeit einzelne Unbedarfte dazu treibt, die Kirchen mit Kulturvereinen gleichsetzen zu wollen. Offenheit und Toleranz fordern auch ein Einstehen für die Vielfalt der Kirche. Dazu gehört auch das Miteinander lutherischer und reformierter Traditionen in unserer Kirche. Und der Blick über den Tellerrand zu den vielen Nachbarkirchen um uns herum und zu den Kirchen in den großen Kirchenbünden. Die Festigung der Beziehungen zu den Kirchen im Osten, besonders zu Anhalt, zur Nordkirche, zu Bayern, den hessischen Kirchen und zu Hannover und Braunschweig ist zukünftig von immer größerer Bedeutung, um auf Augenhöhe im Austausch voneinander zu lernen und einander in einer Gesellschaft, die ihre kirchliche Bindung zunehmend verliert, zu unterstützen. Ein persönliches Anliegen wären mir natürlich engere Beziehungen zur Landeskirche in Braunschweig. Schließlich müssen wir auch in der Ökumene Verantwortung beweisen. Ich will gar nicht hervorheben, dass die theologischen und inhaltlichen Gemeinsamkeiten, gerade mit der römisch-katholischen Kirche, in den meisten Bereichen viel größer sind als das allerdings auch Trennende. Aber oftmals unterscheiden wir uns gar nicht im Wortlaut, sondern nur in der Betonung. Davon unabhängig gibt es aber auch praktisch sicherlich viele Wege und Möglichkeiten zur Zusammenarbeit, ganz untheologisch. Die gemeinsame Trägerschaft kirchlicher Einrichtungen, die gemeinsame Gebäudenutzung oder gemeinsame Beschäftigung von Mitarbeitenden außerhalb des Verkündigungsdienstes. Vor einiger Zeit las ich eine Zeitungsmeldung, dass die ansonsten in Konkurrenz stehenden Sparkassen und Volksbanken auf dem Land zur Aufrechterhaltung der flächendeckenden Infrastruktur gemeinsame Filialen unterhalten wollen. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist, aber die Idee ist nicht schlecht.
Zweite Maxime, das Wesentliche erkennen. Das Handeln der am kirchlichen Leben Beteiligten dient den Menschen in ihrem Bedürfnis nach Gemeinsamkeit im Glauben, nicht aber der Kirche als Institution oder Organisation und schon gar nicht unter betriebswirtschaftlichen oder tagespolitischen Gesichtspunkten. Eine Taufe ist nicht weniger wert als 100 Taufen und Gott ist schon dort, wo nur 2 oder 3 in seinem Namen versammelt sind. Und von dort und besonders auch aus der Fläche sollte sich auch die Kirche nicht aus quantitativen Erwägungen zurückziehen, sondern angemessene Formen anbieten. Ein gemeinsames Frühstück mit Gebet und Andacht, eine Bibelarbeit oder ein geistliches Gespräch in kleiner Runde können Mut machen und Vertrauen schaffen. Aus rechtlicher Sicht führt dies zum Grundsatz der Subsidiarität, nämlich die Angelegenheiten der Gemeinde dort zu entscheiden, wo sie anfallen und sich auswirken. Die Landeskirche soll verbindliche Regelungen nur im notwendigen Umfang treffen, im Übrigen aber beraten und unterstützen. Gerade wer sich in der Gemeinde ehrenamtlich engagiert, will nämlich dort auch selbst gestalten. Dritte Maxime, nicht am Anspruch scheitern. Das Ziel ist nicht mehr Kirchlichkeit, sondern mehr Menschlichkeit. Getreu dem niederdeutschen Sprichwort, Bacon Shave hat Gott lieb, das heißt, etwas schief hat Gott lieb, das ist einer meiner Lieblingssprüche und ich habe ihn auch auf der Landessynode schon mal hier vorgetragen, mag die Kirche dazu stehen, dass sie nur so gut und fehlerfrei ist, wie die in ihr mitwirkenden Menschen. Ehrenamtliche Arbeit erfüllt nicht notwendig professionelle Anforderungen. Sie beruht aber stets auf eigener Lebenserfahrung und eigenen Gestaltungswünschen. Die Kirche muss dies höher bewerten als das Streben nach Vollkommenheit. Sie muss den einzelnen Menschen ermutigen, selbst Gott zu vertrauen und sich davon leiten zu lassen. Eine höhere Qualität kirchlicher Arbeit ist dann weder notwendig, noch meine ich überhaupt erreichbar. Vierte Maxime, das Ziel im Blick behalten. Kirchliches Handeln ist weniger wichtig als die frohe Botschaft. Es kann nicht mehr sein als ein Hilfsmittel zu ihrer Verbreitung, allerdings auch erst nachrangig gegenüber den Bemühungen des zunächst zuständigen Heiligen Geistes. Die Bedeutung kirchlichen Handelns ist daher zumindest insoweit zu relativieren, dass es nicht auf Erfolg, Leistungen, Steigerungen, Anerkennung und Wertzuwächse gerichtet zu sein braucht. Wir müssen uns losmachen von Unkenrufen über Mitgliederschwund, Überalterung, Kirchensteuereinbrüche oder Ähnliches. Und wir sind nicht dazu da, uns von einer gesellschaftlichen Strömung treiben zu lassen, die einen Unfall mit nur 4 Toten für medial erwähnenswerter hält als mit nur 1 Toten. Die sportliche Rekorde fordert, selbst wenn die Sportler dadurch invalide werden, die auf Wachstum setzt, ohne den dadurch entstehenden Schaden für Mensch und Umwelt zu beachten und die auch den Erfolg der Kirche oberflächlich und unkritisch nur nach diesen Maßstäben misst. Denn das Evangelium ist ohne solchen Druck und Zwang angelegt. Gott selbst trägt und stützt uns, lässt uns dabei aber Autonomie und Freiheit. Wir müssen uns dessen nur bewusst sein. Dann wird unser Handeln zum selbstbewussten Ausdruck der Gewissheit, der Entschiedenheit und des fröhlichen Vertrauens auf die frohe Botschaft. Liebe Schwestern und Brüder, soweit die Maximen meiner Arbeit. Apropos, halt noch was Grundsätzliches. Meine Tochter sagte mir letztens, dass sie diese Anrede, Schwestern und Brüder, antiquiert und geschwollen fände. Das klinge aufgesetzt und unter Umständen sogar heuchlerisch, wenn man bedenke, wie die Kirche zuweilen und insbesondere früher mit Menschen umgegangen sei. Ich habe das als junger Mensch ähnlich gesehen. Es hat lange gebraucht, bis ich mich mit der Anrede anfreunden konnte. Mittlerweile weiß ich, was Schwestern und Brüder von den lieben Freunden oder gar Genossen trennt. Freunde kann ich mir aussuchen, Geschwister nicht. Sie sind eben da und ich muss mit ihnen leben, unabhängig davon, ob sie mir sympathisch sind. Ernüchternd, oder? Nein, durchaus nicht. Denn Gott hat alle Menschen zu seinem Bilde geschaffen und Gott begegnet uns in jedem Menschen, das wissen wir von Jesus Christus. Und indem Gott uns alle miteinander auf dieser Erde leben lässt, hat er uns einander zugewiesen und miteinander verbunden. Dies ist die Gemeinschaft aller Menschen, die sie bei allen Unterschieden und allem Trennenden vor Gott gleich sein lässt und die Grundlage der Achtung voreinander sein soll. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man das mit der Anrede Schwestern und Brüder ausdrücken. Ende des Exkurses. Aber Sie sollen wissen, wie ich mir auch in der EKM den Umgang miteinander vorstelle, nicht unbedingt in der Form, aber sicherlich in der Haltung zueinander, auch im Landeskirchenamt. Offenheit und Respekt, Wertschätzung und Wohlwollen sind die entscheidenden Begriffe. Schließlich arbeiten wir auf dasselbe Ziel hin. Denken Sie nicht, dass ich jetzt das kirchliche Recht als Arbeitsbereich des Präsidialdezernats A aus dem Blick verloren hätte. Ich wollte nur andeuten, dass ich mich bemühen werde, auch in den Niederungen des Alltags im Landeskirchenamt das Große und Ganze im Auge zu behalten,
Auch wenn die Diskussion um die Zukunft der Staatsleistungen, Geschäftsordnungsfragen, die Auswirkungen des § 2b Umsatzsteuergesetz oder bevorstehende Gremienwahlen das Tagesgeschäft bestimmen. Wichtig ist mir für den juristischen Teil der kirchlichen Arbeit besonders dies. Die Kirche gründet sich auf das Evangelium, nicht auf das Kirchenrecht. Die Verkündigung hat Vorrang, das Recht der Kirche bahnt ihr den Weg. Und das hat Konsequenzen. Denn offene Wege brauchen nicht bereitet zu werden. Wir müssen nicht alles regeln. Niemand braucht auf neue Gesetze zu warten, um Ideen zu entwickeln und auf Menschen zuzugehen. Und weiter, das Rechtsdezernat soll Wege ermöglichen und nicht blockieren. Recht wirkt nämlich seiner Natur nach stets konservierend. Es legitimiert und festigt das Bestehende. Auch eine normierte Änderung des Vorhandenen, eine Änderung des Vorhandenen schreibt zunächst mehrheitlich schon bestehende Vorstellungen fest. Ganz neue Wege im Sinne eines Probierens können rechtlich nur begleitet und nicht geregelt werden. Und dennoch brauchen wir sie. Und schließlich, Recht regelt Konflikte, aber der Friede kommt von Gott. Wer streitet, sollte immer fragen, warum will ich meinen Widersacher rechtlich zwingen und mich nicht mit ihm geistlich aussöhnen? Der mühevolle Rechtsweg ist nie der erste Weg. Das direkte Gespräch und der faire Umgang miteinander gehen vor. Wenn alle das verinnerlichen würden, wäre auch Kirchenrecht einfach. Wenn sich die Menschen einig wären und vertrügen, bräuchten wir keine Richter. Leider unrealistisch. Aber das Ideal dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Neben dem Recht gilt der Blick für das Wesentliche natürlich auch allen anderen Arbeitsbereichen der Landeskirche bis hin zum landeskirchlichen Archiv. Konkret hieße das auch für die Leitung des Landeskirchenamtes, insgesamt aber zunächst, dass ich hinsehen und zuhören werde, um mich aus der neuen Sicht mit den Besonderheiten der kirchlichen Landschaft Mitteldeutschlands vertraut zu machen, dabei neugierig zu sein und zu fragen, worauf die Unterschiede zu den Landeskirchen, die ich neben der EKM kennengelernt habe, beruhen und ob ich für meine Tätigkeit daraus Ideen entwickeln kann. Ich werde nicht nur das intensive Gespräch mit allen Mitarbeitenden des Landeskirchenamtes suchen, sondern auch gern in den Kirchenkreisen und möglichst vielen Gemeinden und kirchlichen Einrichtungen vorstellig werden, um mich vor Ort zu informieren und die Vorhaben und Schwierigkeiten dort kennenzulernen. Ich wünsche mir sehr, dass dies bald wieder möglich sein wird. Natürlich werde ich auch den Austausch mit Partnern und Kritikern außerhalb der Kirche pflegen. Sicherlich werde ich nicht nur auf gute Stimmung treffen, sondern in vielen Regionen unserer Kirche auch mit Sorgen und Not der kirchlichen Arbeit konfrontiert werden. Mit schrumpfenden Gemeinden, der Überalterung ihrer Mitglieder, mit Personalkürzungen und zurückgehenden Einnahmen, mit der Last des Erhalts uralter Kirchen, die immer seltener zu Begegnungsorten werden, mit einem gleichgültigen Umfeld aus Menschen, die vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben, um Axel Noack zu zitieren, den Altbischof, vielleicht sogar mit einem feindlichen Umfeld, mit einer menschenverachtenden rechtsextremistischen Szene oder selbsternannten aufgeklärten Intellektuellen, die unser Bekenntnis für überholt halten und sich am scheinbaren Niedergang des Christentums freuen, womöglich noch allgemein Religion als Opium fürs Volk abwerten. Dann wird mir die heutige Tageslosung wieder präsent sein, die, wie erwähnt, im 5. Psalm David steht. Dieser Psalm knüpft nämlich an eine ähnlich bedrückende Lage an. Und David beginnt: Herr, höre meine Worte, merke auf mein Seufzen. David führt in der Folge seine Bitte um Gehör näher aus und stellt fest, dass Frevler, böse Menschen, Ruhmredige, schönes altes Wort, das würde man heute wohl als Angeber übersetzen, Übeltäter, Lügner, Blutgierige, Falsche vor Gott nicht bestehen können bzw. können dürfen. Und dann fährt er fort. Ich aber darf in dein Haus gehen durch deine große Güte und anbeten vor deinem heiligen Tempel in deiner Furcht. Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit um meiner Feinde willen, ebne vor mir deinen Weg. Denn in ihrem Munde ist nichts Hässliches, ihr Inneres ist Bosheit, ihr Rachen ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen heucheln sie. Sprich sie schuldig, Gott, dass sie zu Fall kommen durch ihr Vorhaben, stoße sie aus um ihrer vielen Übertretungen willen, denn sie sind widerspenstig gegen dich. Lass sich freuen alle, die auf dich trauen. Ewiglich lass sie rühmen, denn du beschirmest sie. Fröhlich lass sein in dir, die deinen Namen lieben. Denn du, Herr, segnest die Gerechten und deckest sie mit Gnade wie mit einem Schilde. David war ganz offenbar zutiefst frustriert und hat zuerst seiner Furcht, seinem Ärger und seiner so empfundenen Ohnmacht richtig Luft gemacht. Obwohl er doch vom Hirten zum König geworden war, sah er überall nur Widerstände. Seine Leitungserfahrung und seine Machtposition halfen ihm nicht. Er suchte Hilfe bei Gott. Er wandte sich dabei nicht gegen Einzelne. Gott wusste schon, wen er meinte. Er sah sich bedrängt und bedroht durch Frevler, Ruhmredige und so weiter mit den schlechtesten Eigenschaften. Er nannte sie seine Feinde. Natürlich wollte er, dass Gott sie schuldig spreche, sie zu Fall bringe und ausstoße.
Üblicherweise würde ich nicht so beten. Ebenso wie ein Jurist keine Verträge zu Lasten Dritter abschließen darf, reicht mein theologisches Verständnis nicht aus, mir vorzustellen, dass Gebete zu Lasten Dritter erhört werden könnten. Ich sagte es ja vorhin schon, Maßstäbe des Glaubens sind von jedem an sich selbst anzulegen und nicht zum Urteil über andere heranzuziehen. Und wer bin ich, dass ich Gott erklären dürfte, wer sich ihm gegenüber widerspenstig verhält? Allerdings, wenn einem der Kragen platzt, David war auch nur ein Mensch und hatte seine Fehler und sein hitziges Temperament, wenn man zum Beispiel an die Sache mit Bathseba denkt. Aber eines fällt doch auf. David verlangt nicht, dass Gott ihm die Macht gebe, seine Feinde zur Raison zu bringen, sie auszustoßen und abzuurteilen. Es geht nicht um persönliche Vergeltung. Bei allem Ärger will David seine Feinde Gottes Urteil überlassen und nicht selbst strafen. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Zwar weiß David in seinem Zorn schon ganz genau, was Gott mit seinen Feinden machen soll. Übersetzt in den modernen Strafprozess heißt das aber, dass David nicht in der Rolle des Richters auftritt, sondern nur in der des Anklägers. Das Richten überlässt er Gott allein. Und er kann auch auf dessen Urteil vertrauen, denn Gott ist allwissend und kann den Menschen ins Herz sehen, auch wenn sie leugnen. Und Gott ist allmächtig und kann jeden zur Rechenschaft ziehen, auch wenn der sich versteckt. Allwissenheit im Erkenntnisverfahren und Allmacht im Vollstreckungsverfahren sind die idealen Voraussetzungen der Gerechtigkeit. Das ist für jeden Rechtsstaat wünschenswert, findet seine Grenzen aber an den Möglichkeiten der Justizbediensteten. Nur Gott ist allwissend und allmächtig. Allein bei Gott ist Gerechtigkeit sicher möglich. Als langjähriger Richter möchte ich allerdings immerhin versichern, dass unsere staatliche Justiz sich große Mühe gibt. Gottes Gerechtigkeit hat etwas Beruhigendes. David weiß im Vertrauen auf Gott, dass das Urteil richtig sein wird, selbst wenn es für seine Feinde ein Freispruch wird. Er kann sich auf Gott verlassen und seine eigenen Verfolgungs- und Vergeltungsgedanken loslassen. Seine Feinde verlieren ihren Schrecken, indem er sie Gott anheimstellt. Wenn also Leitungserfahrung und Machtposition, heute spricht man wohl lieber von Verantwortung, obwohl das nur die andere Seite der gleichen Münze ist, wenn also Macht und Verantwortung beide nicht ausreichen, um die Arbeit des Landeskirchenamtes zügig zum Erfolg zu führen und Widerstände zu überwinden, scheint mir der Ansatz Davids eine gute Möglichkeit zu sein. Wir stellen Gott anheim, was wir nicht schaffen. Wir bauen so den Druck ab und bekommen den Kopf frei, um das Machbare zu tun und neue Lösungen für das bis dahin Unlösbare ohne Druck und Zwang zu suchen. Das direkte Gespräch und der faire Umgang miteinander gehen vor. Und vielleicht werden Feinde zu Freunden oder jedenfalls zu sportlichen Gegnern. Und auch David weiß, dass es Gottes Gerechtigkeit und nicht seine eigene ist, die ihn leiten möge. Darum bittet er, in dieser Gewissheit beginnt er zu jubilieren. Lass sich freuen alle, die auf dich trauen, ewiglich lass sie rühmen, denn du beschirmest sie. Fröhlich lass sein in dir, die deinen Namen lieben. Da war sie wieder, unsere Tageslosung. Nicht naiv und unbeschwert, sondern wissend um alle Schwierigkeiten und Widerstände und trotzdem voller Hoffnung. Ja, mehr noch, voller Vertrauen. Und so stelle ich mir auch die gemeinsame Arbeit im Landeskirchenamt in Erfurt vor. Sachbezogen, lösungsorientiert, wertschätzend und kollegial. Denn so habe ich auch die Arbeit im Braunschweigischen Landeskirchenamt in Wolfenbüttel kennengelernt, das ich im Fall meiner Wahl durchaus schweren Herzens verlassen würde. Es hat mich berührt und gefreut, dass ich dort nach dem Bekanntwerden meiner Kandidatur viele gute Wünsche erhalten habe, aber nicht unbedingt für einen Wahlerfolg heute. Gleichwohl würde ich mich aber über Ihr Vertrauen freuen und es wäre mir eine Ehre, mit Ihnen in der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland zusammenzuarbeiten. Ich kenne die EKM seit ihrer Entstehung, habe viel von ihrer Entwicklung miterlebt und fühle mich mit vielen lieben Menschen durch sie verbunden. Ich habe auch viel Zuspruch aus der EKM erfahren, auch dafür, mir dieses Amt zuzutrauen und mich heute hier zu bewerben. Zu einer offenen Kommunikation gehört es aber auch, dass ich von mir aus vor Ihrer Wahlentscheidung auf mögliche Problemfelder hinweisen möchte. Zuerst, für den Fall meiner Wahl wird das Kollegium des Landeskirchenamtes nach dem Weggang der Bildungsdezernentin Frau Klein und dem Ende der Amtszeit von Frau Präsidentin André zunächst nur aus männlichen Leitungspersonen bestehen. Im Gespräch mit dem Nominierungsausschuss habe ich die Frage gestellt, ob es gut überlegt sei, in dieser Konstellation einen männlichen Kandidaten aufzustellen. Persönlich bin ich ein vertrauensvolles und freundschaftliches Miteinander von Kolleginnen und Kollegen gewöhnt. Das Landgericht Magdeburg hatte in meiner Dienstzeit viele Jahre eine Präsidentin und eine Vizepräsidentin und 2/3 der Richterschaft bestanden aus Kolleginnen, sodass ich beinahe in jeder Kammer mit Kolleginnen zusammengearbeitet habe. Das war aus meiner Sicht auch wertvoll, weil die Sicht der Dinge nicht selten von einer geschlechtsspezifischen Sicht geprägt sind.
Deshalb denke ich, dass die Gleichstellungsbeauftragte der EKM kürzlich in unserer Kirchenzeitung Glaube und Heimat zu Recht gefordert hat, dass mehr Frauen in kirchlichen Führungspositionen auftreten. Es gibt Dinge, die sind so, wie sie sind. Falls Sie mir trotzdem Ihre Stimme geben wollen, sollen Sie wissen, dass die Chancengleichheit von Frauen und Männern bei der Besetzung kirchlicher Ämter für mich herausragend wichtig ist. Nicht nur wegen der Gerechtigkeit, sondern auch, um die Kirche in Vielfalt zu bauen. Abgesehen davon kann ein rein männliches Kollegium lediglich einen Übergangszustand darstellen. Und im Fall meiner Wahl würde ich Sie bitten, mich bis dahin oder besser im dienstlichen Kontext überhaupt auf meine Menschlichkeit zu reduzieren. Menschlichkeit ist mein Anspruch und die können Sie unabhängig vom Geschlecht auch einfordern. Und das noch etwas. Mein Personalausweis vermerkt als Geburtsort Hamburg. Früher hätte man bestimmt die Reaktion gehört, ein Wessi also. Heute scheinen wir da schon weiter. Und meinen Geburtsort habe ich ja auch mit Wolf Biermann gemeinsam, der zumindest bei den Wessis als Ossi gilt. Auch Angela Merkel ist übrigens in Hamburg geboren. Ich gestehe, dass ich immer meine Schwierigkeiten mit der Sortierung nach Ost und West habe. Ich selber habe norddeutsche Wurzeln und kann das vermutlich auch gar nicht verleugnen. Bis 1989 waren Ossis für mich ausschließlich Ostfriesen. Da ich entscheidende Teile meiner Jugend in Wilhelmshaven an der Nordsee verbracht habe, bin ich unter dem kulturellen Einfluss der Ossis zum Teetrinker geworden. Gut, dessen ungeachtet habe ich die zweite Hälfte meines bisherigen Lebens im Osten verbracht und mich schon beruflich viel mit den Biografien der Menschen in diesem Umfeld beschäftigt. Auch die Verhältnisse in der ehemaligen DDR haben mich oft beschäftigt, da ich lange Jahre beim Landgericht Magdeburg in der Kammer für Rehabilitierungsverfahren für die rechtsstaatliche Überprüfung von Urteilen der DDR-Gerichte im alten Bezirk Magdeburg zuständig war und mir der Alltag in der DDR durch Gerichts- und Stasi-Akten dadurch vertrauter ist, als mir manchmal lieb war. Der Respekt vor unterschiedlichen Lebensleistungen ist dabei eher gewachsen. Ein dritter Punkt. Ich habe bislang davon abgesehen, mich praktisch auf die Übernahme des Amtes vorzubereiten. Aber auch wenn meine Familie noch auf Magdeburg ausgerichtet ist, würde ich den Dienst im Landeskirchenamt in Erfurt ohne Probleme antreten können. Bei mir ist es nicht so, als seien Landeskirchenamt und Bischofssitz einer Landeskirche dauerhaft auf zwei Orte verteilt. Bei mir wird das nur eine kurze Erscheinung sein, denn auch unsere Jüngste ist im Sommer mit der Schule fertig und geht eigene Wege. Und meiner Frau und mir sind unnötige Fahrzeiten zuwider. Ich kann zudem versichern, dass ich den vollen Rückhalt meiner Frau und unserer Töchter habe. Sie sind mir nach wie vor Ideengeberinnen und auch korrektiv. Auf diese Weise habe ich gelernt, produktiv mit Abstimmungsniederlagen umzugehen. Und ich weiß auch, dass ich mich selbst als promovierter Jurist niemals darauf berufen kann, für unangenehme Tätigkeiten überqualifiziert zu sein. Der Gedanke ist schon älter. Der ist mir tatsächlich mal beim Wickeln gekommen. Na gut. Lassen Sie mich zum Abschluss noch eines sagen. Ich fühle mich tief geehrt, dass die evangelische Kirche in Mitteldeutschland mich für ihr höchstes nicht geistliches Amt um die Vorstellung gebeten hat. Ich hoffe, ich konnte Ihnen aufzeigen, auf welcher Grundlage und nach welchen Maßstäben ich dieses Amt ausfüllen würde. Und für den Fall meiner Wahl bitte ich Sie schon jetzt herzlich um Ihre Unterstützung, um gemeinsam die evangelische Kirche in Mitteldeutschland zum Erfolg zu führen und das Evangelium Jesu Christi im mitteldeutschen Raum zu verkünden und vorzuleben. Das Potenzial dafür ist vorhanden. In den Gemeinden, in den Kirchenkreisen und auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landeskirchenamtes, die ich in meiner Zeit als Landessynodaler als hochgradig engagiert, zugewandt und kompetent erlebt habe. Ich stünde nicht vor Ihnen, wenn ich mir dessen nicht gewiss wäre. Und wenn das eine oder andere misslingen sollte, das ist nach einem Wechsel in der Leitung des Landeskirchenamtes ja nicht unrealistisch, dann denken Sie bitte an Psalm 5 am Ende. Denn du, Herr, segnest die Gerechten, du deckest sie mit Gnade wie mit einem Schilde. Damit schließt David den Psalm. Er hat erkannt, dass allein Gottes Gerechtigkeit gilt. Aber die Freude bei denen, die auf Gott bauen, und die Fröhlichkeit bei denen, die seinen Namen lieben, die kommen erst durch das Vertrauen auf Gottes Segen und seine Gnade. Bei David haben Hoffnung, Freude und Zuversicht das letzte Wort. Leider steht er für die Wahl als Präsident des Landeskirchenamtes nicht zur Verfügung. Aber Sie, liebe Schwestern und Brüder, werden eine Entscheidung treffen. Und wie immer sie ausfällt, mit Gottes Hilfe wird sie richtig sein. Lassen Sie sich durch diese Wahl also nicht aus der Ruhe bringen. Herzlichen Dank.